Leute, unter meinem letzten Video hat eine Person geschrieben, dass sie sich ein neues Favoriten-Live-Update-Video wünscht. Und lustigerweise hatte ich genau das geplant, ein Favoriten-Video. Das letzte Favoriten- und Gerede-Video, so hieß das, das war im März, glaube ich, ist eins irgendwie meiner liebsten Videos, weil ich das einfach da habe, über die Dinge, die ich zurzeit mag, geredet und das mit meinem Leben verbunden. Das war einfach irgendwie toll, auch jetzt noch so anzusehen. Weiß ich auch nicht. Und deswegen mache ich jetzt immer so ein Favorit- und Gerede-Video. Ich glaube, das wird jetzt so meine neue, Sparte. Einfach Favoriten und Gerede. Yay! Und außerdem, wenn ihr das und das in die Kommentare schreibt oder dass ihr das geschrieben habt, hat mich natürlich sehr glücklich gemacht, weil ihr euch einfach für mein Leben interessiert. Und das ist wirklich was ganz Tolles. Und überhaupt YouTube diesen Monat, das ist schon der allererste Favorit. Ich glaube, ich sage das so oft, aber YouTube, es wird einfach immer besser. Und ich glaube, die Welt weiß gar nicht, wie viel YouTube eigentlich erreichen kann. Was mich auch zu der nächsten Sache lenkt, das ist ein Film, den ich auf YouTube geguckt habe. Earthlings, wer hätte das gedacht? Dieser hübsche Film hier, den ich euch in meinem Vegetarier-Video vorgestellt habe. Der mich dann zum Vegetarismus gebracht habe, weswegen ich jetzt ohne Fleisch und ohne Fisch und ohne tote Tiere und ohne Gummibärchen lebe. Unglaublich, weil dieser Film hat mein Leben verändert. Die letzten Monate waren wirklich lebensverändernd für mich und weiß nicht, ich war irgendwie nie glücklicher, muss ich sagen. Ich finde, so in den letzten Monaten habe ich mich wirklich selbst gefunden und ich glaube, das merkt man auch irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle merken, aber ich merke das auf jeden Fall, dass ich viel positiver, noch positiver als vorher bin und dass ich einfach so offen bin. Ich weiß auch nicht, mir geht es einfach so gut zur Zeit und ja, das ist schön. In diesem Video wird es sehr viel um Essen gehen. Sehr, sehr, sehr. Viel. Also ich habe mir hier meine Favoriten aufgeschrieben und da ist mir klar geworden, dass eigentlich das meiste Essen ist. Aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich werde ja noch so ein bisschen drumherum erzählen. Jedenfalls, da ich ja keine Gummibärchen mehr essen konnte, ich kann die Katjes Gummibärchen essen, aber die hatte ich jetzt nicht parat, musste ich auf Schokolade umsteigen und das hat sich sehr gut ergeben, weil ich habe von meiner Cousine, die wohnt nebenan, und die waren weg. Irgendwie über 3 Tage, so langes Wochenende sind die weggefahren, da musste ich die Katze füttern. Und zum Dankeschön haben sie mir diese Bio-Schokolade geschenkt, was sich total gut getroffen hat. Und diese Bio-Schokolade ist so lecker. Ich achte nämlich jetzt wirklich drauf. Ich meine, das hat unsere Familie irgendwie schon immer gemacht, aber wirklich, dass alle Tierprodukte, wenn ich überhaupt noch Tierprodukte esse, tue ich. Aber Milch und Käse achte ich jetzt so drauf, dass das Bio ist, weil ja, das ist dann wenigstens, ne? Oder Arzneimittel oder was auch immer, was die da nicht machen. Jedenfalls, keine Ahnung, vielleicht ist es auch fürs gute Gewissen. Man weiß das ja alles nicht, ne? Vielleicht werden den, ich sag das immer als mein Beispiel, vielleicht werden den Kühen trotzdem so die Euter aufgepumpt. Aber, ja, Bio und die Eier, Freilandhaltung mindestens. Oder die Null. Also, es steht ja immer auf den Eiern so eine Zahl drauf. Wenn es Null ist, ist halt Bio oder ökologisch. Dann ist 1 Freiland, 2 Boden und so weiter. Da müsst ihr mal drauf achten. Ich will aber, was ich nochmal sagen will, ich verurteile niemanden, wenn er nicht so lebt wie ich. Wirklich, ich verstehe das und ich will nur so euch zum Nachdenken anregen. Ja, nächster Liebling hat auch was mit Schokolade zu tun. Ich kann nicht genug sagen, wie toll dieses Müsli ist, ja. Nicht Bio oder so. Das ist mein allerliebstes Müsli auf der ganzen Welt. Ma, jetzt habe ich dich mit meinem 30-Euro-Lippenstift geküsst. Aber es war es wert. Ich esse das jeden Morgen und wirklich, ich stehe auf. Ohne Mist, ich denke mir, oh, gleich kann ich das Müsli essen. Ich schicke dann auch immer meine Freundin, wenn ich es nachmittags esse, meiner Freundin Chrissy. Wir haben so eine Müsli-Liebe entwickelt. Schicke ich ihr auf Snapchat Bilder davon. Also, dieses Müsli. Nächstes zu essen Ding, oder zu trinken besser gesagt, ist dieser grüne Tee. Das war die Geschichte. Meine Mama und ich gehen jetzt immer zu Rewe, weil hier hat ein neuer Rewe bei uns in der Nähe aufgemacht. Oh, das ist so schön. Da macht Einkaufen richtig viel Spaß. Ich verstehe nicht, wie Erwachsene Einkaufen nicht mögen kann. Ich glaube, wenn ich mal Erwachsene in meiner eigenen Wohnung habe, Einkaufen wäre das Beste. Ich gehe dann immer so ein bisschen, mag ich auf den Markt und mag ich einen Einkaufsladen, mag ich einen Bioladen und mal einen Großhandel und das wird gut. Jedenfalls, ich brauchte einen neuen grünen Tee, weil irgendwie grüner Tee ist mein Lieblingstee. Und dann habe ich den hier mitgenommen und zu Hause habe ich dann gemerkt, das grüne Tee Jasmin. Dann habe ich das so getrunken und dann dachte ich so, oh, das schmeckt übelst gut.
Das ist so lecker. Es schmeckt nicht wirklich wie, also schon wie grüner Tee, aber halt viel mehr die süßere Note. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich so eine süßere bin. Ich mache da immer so 3 Löffel Zucker rein. Ja, der ist so. Das ist mein neuer Lieblingstee. Ich habe mir dann auch noch den richtigen grünen Tee geholt. Der heißt dann nicht Jasmin, sondern einfach Sencha. Aber auf jeden Fall Toddy. Und halt auch von Bio. Rewe hat so eine Bio-Marke. Das ist auch sehr gut bei Rewe. Deswegen gehe ich da auch gerne einkaufen. Und ja, der ist sehr, sehr gut. Als nächstes, was ich an Essen auch noch mochte, waren die Tanya Böhr Cookies. Davon habe ich auch 2-mal von Bilder auf Instagram gepostet, weil ich die 2 Wochen hintereinander gleich gemacht habe. Oder, ja, ja. Und das war einmal das Bild und einmal das Bild. Die sind erstmal total einfach. Ich verlinke euch auch das Rezept in die Infobox, damit ihr auch daran teilhaben könnt. Die sind super einfach zu machen. I'm filming a video in your... Heute nichts Schönes zum Anziehen. Was? Das will ich aber dann sehen. Sag mal, zu meinem Braun ist auch schön. Ja. Wirklich, ich hätte das jetzt mal zu der schwarzen Hose an. Das wäre nicht zu edel für die Arbeit. Dann musst du das so ein bisschen runter pressen. Nee. Nee. Also wenn du dann hier ausgezogen bist, dann kommt ja neue Holzhausbuch. Hör auf jetzt. Noch hat das. Das ist 30 grau. Nein, das bleibt alles so, wie es ist. Ich bin die Mama von der Nora und das T-Shirt, was die Nora anhat, das aus Spitze, das gehört eigentlich der Mama. Hast du gefilmt? Ja. Soll ich es mit reinschneiden? Das war meine Mutti. Die Tanya Böhr Cookies sind wunderbar. Man braucht nur Mehl, Ei, Zucker. Das war's. Das muss man verrühren. Ich war so, mein Arm tut dann richtig weh, wenn ich das gemacht habe. Und dann irgendwie 200 Gramm Schokolade, weiß und braune. Sie gibt da 2-mal 200 an. Das wäre mir viel zu süß. Und das ist so lecker. Und man hat so richtig schöne, große, chunky, weiche Cookies. Wunderbar. Dann, was ich noch für mich entdeckt habe im Rewe, das waren Reiswaffeln, weil ich will anfangen, gesünder zu leben, ne? Seht ihr, wie das klappt? Oh, da ist noch die andere Schokolade. Die von Rittersport. Die ist auch richtig lecker. Die habe ich auch entdeckt. Rittersport-Schokolade. Also Schokolade, nach Ostern kam es mir hoch, echt. Ich konnte keine Schokolade mehr sehen. Aber jetzt geht das wieder in die richtige Richtung. Allerdings könnte man auch sagen, es geht in die falsche Richtung, weil ich zu viel davon esse. Ich muss runterfahren. Noch eine Lieblingsschokolade. Die hat mir Wendelin geschenkt. Ich glaube, ich behalte ihn. Wer sowas hier Nora schenkt, ne? Den behält man. Anyway. Ich war bei Reiswaffeln. Reiswaffeln sind auch was ganz Tolles. Wenn man Hunger hat und so einen Snack braucht und jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, Schokolade essen will, nimmt man sich einfach Reiswaffeln mit dünnen Schokoladenüberzug. So mache ich das zumindest. Ihr könnt auch ohne Schokolade nehmen oder mit Honigüberzug. Weiß ich auch nicht, was es da alles gibt. Wunderbar. Wunderbar. Gibt es auch bei Rewe von der Biomarke. Gibt es aber auch überall. Gibt es billig, gibt es teuer. Macht wie ihr das wollt. Reiswaffeln sind auf jeden Fall auch ein Favorit gewesen. Jetzt kommen wir noch zu den letzten 2 Sachen. Obst, ne? Also mein Lieblingsobst ist ja immer gewesen Mango. Dann hatte ich irgendwann so eine Overdose an Mango, wo ich einfach zu viel Mango gegessen habe. Und jetzt sind es irgendwie Weintrauben. Aber Mango ist immer noch vorne dabei. Weintrauben. Ich liebe Weintrauben. Weintrauben ohne mit Kerne, ja. Die Kerne zerstören alles. Wer hat sich das ausgedacht? Die Natur, okay. Natur, du bist gut. Aber Weintrauben ohne Kerne sind das Beste. Übrigens, ich habe eine schwarze Uhr zu dem T-Shirt an. Ich hoffe, das hört euch jetzt nicht auf. Das T-Shirt ist nämlich dunkelblau und das ist so schön. Weintrauben, Obst, allgemein Kiwis, Orangen, ja, Obst. Deswegen, Obst ist bei uns auch erstmal gleich, da kommst du ja rein bei Rewe und da ist erstmal der Obststand, ist alles voll. Avocado habe ich jetzt für mich entdeckt. Machen wir dann immer so Avocado-Creme oder auch mal geschnitten. Es gibt so viele vegetarische, schöne Sachen. Und mein nächster Punkt hier wäre gewesen, Kochen allgemein. Mit Wendelin, der war ja nicht sehr begeistert von meinem vegetarisch sein, dann scheint er mal gegoogelt zu haben und hat so wunderschöne Rezepte gefunden bei Chefkoch oder wo auch immer, die man vegetarisch kochen kann. Das ist super lecker und zeigt mir auch, wie sehr Wendelin mich liebt. Jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet. Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Sachen. Ich habe noch was vergessen. Und das ist mein Portemonnaie.
Ich hatte ja lange Zeit einfach diese fetten von Accessorize. Die waren auch gut und ich mochte die auch, aber ich bin jetzt ein bisschen erwachsener und ich wollte nicht immer so ein fettes mit rumschleppen. Und jetzt habe ich dieses kleine hier von Mango und es ist einfach die Welt für mich. Es ist schön ordentlich, es ist schön handlich. Ich habe eh kein Geld. Und ja, was nicht so gut läuft, ist es sparen. Ah ja, Nora musste sich ja auch neue Adidas Supercolor kaufen. Ich zeige euch das alles in einem Haul. Allerdings, ich weiß immer nicht, wo mein ganzes Geld fließt. Immer in Geschenke, weil ich jedem Freund oder so mindestens was für 10 Euro schenken würde oder so. Manche Freunde schenken mir einfach so viel wie Michelle. Die hat mir mal einen Zara-Gutschein geschenkt, den ich übrigens immer noch habe. Und ich gehe mal zu Zara und denke mir, ich muss das für was ganz Tolles ausgeben. Nicht für irgendeinen Quatsch, weil das ist für Michelle. Und dann hat die mir noch ein Buch geschenkt, was mein Lieblingsbuch ist. Alles mögliche. Und ich mal so, Michelle, wie soll ich dir das jemals zurückschenken? Und dann aber, wenn 4 Leute in einem Monat Geburtstag haben, dann wird es schwer, weil dann sind schon mal 50 Euro weg, weil man das für 10 Euro meistens nicht hinkriegt. Egal. Jedenfalls ist dieses Portemonnaie wirklich, wirklich schön. Und ich liebe es. Also guckt euch das mal beim Mango an. Das kaufe ich gerade sehr. Und deswegen ist das, glaube ich, auf 12 Euro gesenkt von 19 Euro. Aber die 19 Euro war es auch wert. Ich gehe gar nicht mehr in die Stadt, weil ich nichts mehr an Sachen kaufen darf. Wobei, der Grund, warum ich ja gespart habe, war wegen Amsterdam oder Urlaub oder was auch immer. Und jetzt hat sich die wunderbare Chance aufgetan, dass wir eine Wohnung haben von einer Freundin von meiner Mama, die ganzen Sommerferien nicht da ist, in Hamburg. Die wird sie uns zur Verfügung stellen, Melanie und mir. Und ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Bestes Angebot ever. Wir müssen nur den Bus dahin bezahlen, die Verpflegung und so weiter. Aber wir müssen die Wohnung halt nicht bezahlen. So, in Hamburg, eine Wohnung. Und dann können wir so lange da bleiben, wie wir wollen. Und das ist einfach das Beste. Und, you know, klar, Amsterdam, das war mein Traum und so weiter. Aber das mache ich dann einfach, wenn ich 18 bin. Da geht sowieso alles viel einfacher mit Airbnb und Wohnung suchen und Hotel und so. Da braucht man nicht immer die Eltern. Deswegen, wenn ich 18 bin, Amsterdam oder wann auch immer, das wartet ja auf mich. Aber erstmal diese Chance, man muss einfach Chancen nutzen. Und irgendwie, ich habe so in letzter Zeit das Gefühl, alles falls into place. Selbst meine Noten werden besser. Und ich immer so, wo kommt das her? Dass ich auf einmal so, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich der Frühling. Frühling tut mir sowieso immer gut. Also, das war jetzt Portemonnaie, ne? Ja, achso. Und da wollte ich dazu sagen, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr so doll sparen muss, aber schon, dass ich mal wenigstens mal so 10 Euro oder 20 Euro im Monat übrig habe. Klappt eh nicht, aber man kann es ja mal versuchen, ne? So, nächster großer Favorit. Dieser liebe Herr hier, das ist Rilke. Meine Maria Rilke. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Den haben wir in Deutsch behandelt und ich bin so froh, dass ich Deutsch Leistungskurs genommen habe. Noch viel froher als Englisch Leistungskurs. Ich meine, das war ja sowieso klar, dass ich Deutsch nehme und nicht Mathe. Aber Deutsch, manchmal bin ich traurig, wenn ich so denke, ich habe jetzt noch ein Jahr Deutsch, wo ich Weltliteratur kennenlerne und dann war es das. Und dann muss ich mich selbst dafür einsetzen. Und ich finde, man lernt alleine in Deutsch so viel übers Leben. Versteht mich jetzt wahrscheinlich keiner, aber ja, allein, dass ich diesen Rilke da kennengelernt habe und seine Gedichte, bedeutet mir so viel. Tut mir übrigens leid, wenn das Video so lange wird, aber viele von euch mögen ja meine Videos und irgendwie sieht meine Decke komisch aus. Das nervt mich dann immer beim Schneiden, wenn ich sehe, dass die Decke komisch aussieht. Also, ich kriege ja jeden Monat von meiner Mama ein Buch und diesen Monat habe ich mir eben entweder war die Frage, ob ich mir ein vegetarisches Kochbuch wünsche oder ein Buch von Rilke. Da habe ich mich für den Rilke entschieden und bin echt froh, weil hier stehen alle Gedichte drin, 1000 Seiten oder was auch immer. Und ich stöbe da einfach gerne durch, weil wir müssen halt für die Schule, jetzt muss ich bald für Englisch The Great Gatsby lesen. Und ja, das nimmt ja auch immer zur Zeit in Anspruch und diese Gedichte kann so schnell mal 1, 2, 3 lesen am Abend. Und deswegen, Rilke, wunderbar, musste ich jetzt auch rezitieren. In Deutsch habe ich gleich nur 1. Sprich 15 Punkte bekommen. Aber ich hatte auch noch einen Bonus, weil ich mit einem der ersten war. Ich weiß auch nicht, ich habe immer so richtig Angst und ich melde mich nie. Aber diesmal hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich muss mich mit als Erster melden. Das Thema war, wie gesagt, Rilke hat mich auch interessiert, deswegen habe ich mich als Erster gemeldet. War sehr froh, dass ich diesen Bonus hatte. Also das Gedicht, Rilke allgemein, wunderbar. Dann sind wir jetzt fast beim Ende. Eine nächste Sache war noch, dass ich sehr Snapchat mochte. Zum einen natürlich, weil ihr mir dauernd irgendwelche Snaps schickt. Ihr könnt mich glaube ich auch adden, wenn wir nicht befreundet sind.
Ich glaube, das habe ich eingestellt. Wenn nicht, schreibt mir das in den Kommentar, dann gucke ich nochmal. Also schickt mir immer schon Snaps, da freue ich mich sehr drüber. Und zum anderen, weil natürlich die ganzen YouTuber und alle auf Snapchat sind. Und vor allem Chiara Ferragni, das ist eigentlich meine Liebste, von der gucke ich alle Snaps. Und dann Essie Button und so Ella, alle sind auf Snapchat und ich freue mich da immer, das so ein bisschen zu sehen, weil ich finde, bei Snapchat ist das so nicht wie bei Instagram oder irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist halt nicht alles so perfekt. Du machst einfach mal so ein Bild und das muss nicht perfekt sein, sondern einfach nur so, weil es dann wieder weg ist. Es ist nichts für die Ewigkeit. Ist zumindest so mein Gefühl und das mag ich an Snapchat. Und schreibt mir mal, wenn ich da mehr aktiv sein soll, auch mal ein paar Videos posten soll, allgemein mehr von meinem Day posten soll, dann mache ich das nämlich sehr gerne. Aber manchmal, ich habe schon manchmal irgendwas gedings und war dann das so, das interessiert wahrscheinlich doch keinen, wenn ich jetzt hier noch so ein Bild von meinem Tee schicke. Ah ja, lass mich das mal wissen. So, und die letzte Sache sind The Body Shop Produkte, vor allem mein Schwamm. Ich habe den jetzt aber unten im Bad. Ich habe so einen Body Shop Schwamm von Vanillin mal bekommen in so einem Pack. Und oh, ihr wisst nicht, was so ein Schwamm für einen Unterschied macht. Übrigens, ich habe hier so Sonnenallergie oder so. Ich bin untröstlich. Ihr wisst nicht, was ein Schwamm für einen Unterschied macht. Das schäumt alles. Und was noch einen Riesenunterschied gemacht hat, ich habe mir jetzt ein The Body Shop Haarshampoo gekauft gegen fettige Haare, weil in letzter Zeit meine Haare so fettig sind. Weiß auch nicht wieso. Dann habe ich mich mit meiner Freundin Chrissy zufälligerweise über Haare waschen unterhalten. Fragt mich nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Und sie meinte, ja, ich schäume meine Haare immer zweimal. Und ich so, stimmt eigentlich. Ich habe das auch schon mal gehört, dass man das vielleicht machen soll, aber habe es nie gemacht. Und dann hat sie gemeint, ja, Nora, mach das mal und so. Dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich richtig gemerkt, beim ersten Mal hat sie überhaupt nicht geschäumt. Und sonst habe ich es mir immer nur einmal eingeschäumt, weil beim ersten Mal kommt halt nicht alles raus, ne? Das ist der Grund, warum es nicht so doll schäumt. Dann habe ich es ein zweites Mal gemacht und alles so voller Schaum. Und ja, allgemein, der Body Shop ist awesome. Gestern erst habe ich mir ein neues Produkt bei der Body Shop gekauft und das ist dieser Plush. Und ich war die ganze Zeit so, oh, ich habe jetzt dafür 16 Euro ausgegeben. Und ich habe noch nicht mal einen Pinsel dazu. Dann mache ich das heute auf, wollte meinen Bronzer-Pinsel dazu mit benutzen. Und dann war da erstmal ein Spiegel. Ich so, ein Spiegel. Und dann habe ich das hier so runtergeklappt. Und da war da auch noch so ein Schwämmchen mit drin. Und ich so, der Body Shop, du bist ein Held. Ja, da habe ich mir jetzt einfach so ein Puder gekauft, weil ich noch nie einen Puder hatte. Und ich werde euch davon berichten. Ich liebe das. Ich finde das supi. Und ich werde mir jetzt halt alles vom Body Shop kaufen. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Melanie findet es auch nicht so geil. Meint, es ist teuer. Nein, es sieht einfach schön aus. Ich bin dafür. Danke. Schluss mit dem Thema. Das hier ist auch noch ein wunderbares Ding. Davon werde ich mir jetzt nach und nach alles kaufen. Ich werde erst alles alle machen. Es ist ja schon länger so, dass ich das mir überlegt habe, alles vom Body Shop zu kaufen. Das habe ich zu Ostern bekommen. Das ist die Vitamin E Gentle Facial Wash. Wie gesagt, ich müsste mal ein Haul machen. Aber es sammeln sich einfach nicht so viele Klamotten bei mir an. Frag nicht. Wegen Geschenken hat, habe ich ja vorhin schon drüber geredet. Aber die ist auch super und die sind einfach schön. Das ist einfach so eine Sache. Body Shop Produkte sehen einfach schön aus. Ist einfach so. Und deswegen, ja. Das macht mich einfach glücklich. Und lasst mich doch einfach glücklich sein. Das war mein Video. Ich sitze hier irgendwie im Spagat da, weil mein Bein eingeschlafen ist. Aber, jo. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe jetzt zu jeder Sache ungefähr 5 Minuten geredet. Bei 21 Minuten sind wir. Hammer. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Morgen kommt ein neues Video, weil morgen der 18. ist. Also das nicht verpassen. Ich freue mich noch sehr auf die nächsten. Also es ist jetzt Donnerstag, Männertag. Und ich habe jetzt ein paar freie Tage und das genieße ich wirklich. Ich habe keine Klausuren nächste Woche. Wirklich, das Leben ist echt schön. Man muss einfach durch die harten Zeiten einfach so durch, weil ich kann gar nicht sein. Ach, darüber reden wir Montag mehr, ne? Aber ich bin auf jeden Fall im Moment sehr glücklich und ich freue mich unglaublich auf den Sommer, freue mich unglaublich auf die nächste Zeit und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, ab damit in die Kommentare. Schreibt mir, was euer größter Favorit die letzten paar Monate waren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!